So, ich bin ja dabei, euch seit geraumer Zeit auf die Frage, dass wir gemeinsam die Frage fokussieren, was ist an der Spitze der Pyramide los? Und da gibt es echt wunderschöne, also mittlerweile gibt es auch echt schöne Politikerreden. Ich gucke mal, ob ich die so finde. Vielleicht den da, wie man jetzt nur so. Ob die jetzt so wunderschön ist, aber die ist irgendwie gar nicht so unspannend. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, als wir im Frühjahr den ersten Lockdown beschlossen hatten, hat die AfD die Maßnahmen der Regierung unterstützt. Ganz einfach. Also es geht hier nicht um Parteipolitik. Ich halte von allen Parteien nichts, dass es klar ist, ja. Weil wir über das Virus nichts wussten. Und da ist man mit Vorsicht einfach auf der sicheren Seite. Jetzt sind wir mitten in der zweiten Welle, haben einen Impfstoff und wissen wieder mal nichts. Außer dass der deutsche mRNA-Impfstoff ins Erbgut eingreifen soll oder auch nicht. Dass er Frauen unfruchtbar machen kann Herr oder auch Klingbeil, das nicht. Wort. Denn er ist alles andere als hinreichend getestet. Erwiesen ist immerhin mal, dass er für Allergiker ungeeignet ist. Weitere Nebenwirkungen sollen sich im Laufe der Zeit herausstellen. Das heißt, wir schlittern hier sehendes Auges in ein bundesweites Experiment am lebenden Menschen. Auch wenn unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beschwichtigend verkündet hat, es wird mit ihm keine Impfpflicht geben, hat unser werter Ministerpräsident ja bereits anderes Ansinnen bekundet. Markus Söder würde eine Impfpflicht befürworten. Was ein schönes Wort. Markus Söder würde eine Impfpflicht befürworten. Wie kann man das irgendwie noch irgendwie in eine verfälschtere Sprache bringen? Man könnte auch sagen, könnte der Ministerpräsident Bayern, Markus Söder, ja, euch dazu zwingen, eine Flüssigkeit injiziert zu bekommen, die ihr nicht kennt, die nicht getestet ist? Und als Alternative habt ihr Konzentrationslager. Also, aber er sagt, Markus Söder würde eine Impfpflicht befürworten. Krass, was man mit Worten machen kann, oder? Richtig informiert bin, laufen Medikamententests eigentlich auf freiwilliger Basis. Deshalb fordere ich sowohl die Regierungsmitglieder als auch die Landtagsabgeordneten hier auf, ihren freiwilligen Dienst am Volk zu leisten. Wer eine Impfung gegen Covid-19 befürwortet, sollte, sobald Impfstoffe verfügbar sind, hier beispielgebend vorangehen. Da bin ich ausnahmsweise mal mit Wolfgang Schäuble einer Meinung, der ja auch Parlamentarier und Spitzenbeamte bei der Corona-Impfung vorrangig behandelt sehen möchte. Eine vertrauensbildende Maßnahme ist auch dringend erforderlich. Denn wie heute die Zeitung Die Welt geschrieben hat, sinkt die Impfbereitschaft der Bürger jeden Tag ein Stückchen mehr. Mittlerweile soll sich nur noch jeder Zweite dazu bereit erklären. Ich stelle mir vor, dass hier im Landtag vor laufender Kamera unter ärztlicher und notarieller Aufsicht diejenigen geimpft werden, die sich für eine Zulassung des Impfserums einsetzen. Selbstverständlich alles auf freiwilliger Basis. Die Impfstoffe sowie die Spritzen werden vorher stichprobenartig auf ihre Echtheit überprüft. Mitglieder von Parteien, die einen noch nicht hinreichend getesteten Impfstoff kritisch gegenüberstehen oder ihn ablehnen, können als ungeimpfte Kontrollgruppe fungieren. Bravo. Es ist Bravo, doch, Rudi. mal, hat doch mal Logik, oder? Ja, Und bin gespannt, wer sich da traut. habt ihr den Tumult im Hintergrund gesehen? Oh! So wie ein Hund, der bellt. Welcher logische Irrtum ist das? Oder kein logischer Irrtum? Wo ist das Trivium-Problem hier? Grammatik. Grammatik. Hey, die beherrschen die erste Form des Triviums nicht. Wie kommt sowas in irgendeinen Landtag? Hey, die können nicht mehr zuhören. Man macht es Sinn, ey, wenn ich dafür bin, ja, und ich sicher bin, dass es gut für mich ist, dann gehe ich doch hin und lasse mich impfen unter notarieller Aufsicht und das Ganze wird stichprobenartig untersucht. Ist doch. Das ist auch einfach nur vernünftig. Und was machen die? Buff, 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 buff,
Buff. Ja, also ich weiß ja nicht woher, aber vorhin hatte ich auch was anderes gesehen. Da ging es darum, da hat einer klar gesagt, hey, bei diesen RNA-Tests mehr als 35 Zyklen ist vollkommener Irrsinn. Ja. Also vielleicht sind wir nicht so viele, vielleicht kriegen wir hier aber Qualitätspublikum, in Anführungsstrichen. Und inspirieren andere. Also das finde ich einen guten Vorschlag. Und jetzt schaut euch mal das Ende an. Also dann gibt es Tumult. Und jetzt kommt der Supertyp. So jetzt. Also sehr großer Tumult. Eigentlich hat er gar nicht mehr gesagt, ey, wenn ihr das wollt, lasst euch impfen unter notarielle Aufsicht. Und dann schauen wir mal, wie es euch geht und wie es uns geht. Macht doch Sinn, oder? Und jetzt kommt der. Zwischenbemerkung von Herrn Kollegen Andreas Kral, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Klingen, jetzt muss ich dann nochmal auf Ihr Niveau runterkommen. Jetzt muss ich noch mal auf Ihr Niveau runterkommen. Hey. Wenn Ihnen die Argumente ausgehen, beleidigend werden. Ja, das ist ad hominem. Und jetzt guckst du ihn an. Also Bündnis Das 90. ist jetzt echt schwierig. Das ist jetzt echt schwierig, weil bei dem. Ist jetzt echt schwierig. Ich muss jetzt auf Ihr Niveau runter. Das ist jetzt echt schwierig. Es soll doch sagen, was er will. In abstrusen Dingen, die Sie hier verlauten haben lassen. Den abstrusen Dingen, die Sie hier verlauten haben lassen. Was ist abstrus dran? Ich bin für etwas, ich bin mir auch sicher von meiner Kompetenz her und ich gehe jetzt mit Beispiel voran und das ist jetzt abstrus? Was ist daran abstrus? Was ist da niveaulos? Unabhängig davon, dass Sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, was ein mRNA-Impfstoff überhaupt ist, wie. Also er hat sich nicht damit auseinandergesetzt, was ein RMNA-Impfstoff ist. Hat der Typ sich damit auseinandergesetzt? Weiß er, was es ist? Ey, dieser Typ, ja? Ey, meldet ihn an, macht alles. Der soll sich mit mir unterhalten. Der soll uns erklären, was ein RMNA-Impfstoff ist. Der soll uns zeigen, welche Kompetenz er hat. Ja? Alle wir kontaktieren den Typen. Wir mailen ihn zu. Und er soll uns sagen, was ein RMNA-Impfstoff ist. Und dann schauen wir mal, ob er sich traut. Ob er sich traut, hier in Zoom zu kommen und mir zu erklären, was ein RMNA-Impfstoff ist. Mailt ihn zu. Er kann auf mein Niveau runterkommen. Ja, komm auf mein Niveau runter. Und dann unterhalten wir uns mal auf meinem Niveau. Ich weiß nicht, ob du dir jemals hochkommen kannst. Sorry. Haben wir einen Namen von dem? Also, ich muss eins sagen. Als ich damals Kriegsdienst verweigert habe, ja, und eben in die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gegangen bin, wir hatten einen Lehrgang irgendwo am Ammersee. Und ja, es waren so gut wie alle Grünen. Ja, jeder war grün, der da war. Ja, und aber die anderen, als ich gesagt habe, ich werde Chemie studieren, du gehst zum Feind. Ja, und ja, ich muss es doch besser machen. Ich muss das doch alles verstehen. Und also, ich weiß, wie früher die Grünen aufgestellt waren. Ja. Aber was früher grün war und was jetzt da irgendwie ein grünes Jankerl hat, ja, das hat irgendwie nichts mehr miteinander zu tun. Ja. Und ja, also den Namen holen wir uns jetzt nochmal. Also wir müssen ihn anmailen mit allem, was geht. Teilt das. Ja. Mal gucken, er erzählt, er hat die Ahnung von einem RMNA-Impfstoff. Ja. Dann zeigt er uns das jetzt. So, jetzt nochmal, wie heißt er? Die Zwischenbemerkung von Herrn Kollegen Andreas Kral, Bündnis 90 Die Grünen. Andreas Kahl.
Ja, teilt das, bringt es überall hin. Andreas Karl wird sich mit mir hier unterhalten. Über RNMA-Impfstoffe. Das wird er jetzt tun. Er wird jetzt sein Niveau zeigen können. Okay? Also mal unabhängig davon, dass Sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, was ein mRNA-Impfstoff überhaupt ist, fehlt ja gerade noch, und dabei wundere ich mich jetzt, bei den ganzen Verschwörungstheorien, die Sie hier vorbringen. Was ist denn hier Verschwörungstheorie? Er hat doch gesagt, hey, komm, lasst uns testen. Das ist wissenschaftlich, ja. Also es sind jetzt Verschwörungstheorien und das jetzt noch in dieser emotionalen Lautstärke, Appell an Emotionen und ad hominem und ja, Unterstellung. Okay, jetzt komm. Nicht überprüfen möchten, ob die Mikrochips in diesen Impfstoffen drin sind. Hat die AfD diese Verschwörungstheorie nicht googeln können, als sie den Antrag erstellt hat? Wer hat ein Wort von dem gesprochen? Ja, warum? Also er kriegt jetzt vorgeworfen, dass er nicht auch noch sagt, dass vielleicht Mikrochips drin sein könnten. Also wie heißt das Ding, dieser logische Irrtum? Roman? Habt ihr nicht auch noch geguckt, dass noch Mikrochips drin sein könnten? Komm schon. Roman, habe ich doch gerade gesagt, oder war das falsch? Na, kein Strohmann. Also so ein Strohmann-Tick, aber na komm. Sebastian, das weißt du besser. Soll ich euch einen Tipp geben? Ja, Appell an Sport dann, ja. Ja, danke. Ja, also nochmal, also was die hinbekommen haben, diese zuhörenden Politiker, ja, bellen da rum, dann keine Grammatik, dann meldet sich da einer ad hominem Appell an Sport. Appell an Autorität und irgendwie alles dabei. Aber wenn die in der Schule vernünftig was gelernt hätten, Trivium. Ihr seht, wir wären in einer anderen Welt. Das wäre nicht möglich. So ein Kasperle-Theater wäre nicht möglich. Ja, und da seht ihr, wie wichtig nochmal Trivium ist. Also nochmal Andreas, Karl oder so. Ja. Bitte teilt das Video. Wir schneiden das hier raus. Teilt es überall. Der soll so hoch Post bekommen, dass wir uns hier unterhalten. Wo gibt's denn die Rede zum Schauen? Hast du da einen Link? Kannst du den posten? Ist bei uns im Chat. Ich hole alles nur aus dem... Ich gucke mir gar nichts anderes mehr an. Wir sind die beste News Agency. Weltweit. Ja? Also, so viel Druck, bitte. So viel positiven Druck, ja, dass er seine Kenntnis, sein Wissen über diese RNA-Impfstoffe, ja, dass er die hier kundtun kann. Ich muss was trinken. Lieber Andreas Karl, also Sie haben echt so Ahnung über diese mRNA-Impfstoffe. Und ja, wir dursten danach, ihr Wissen zu erlangen. Also bitte ganz offiziell, kommen Sie zu uns im Zoom und erklären Sie uns Ihre Erkenntnisse. Also wir wären Ihnen von Herzen dankbar, lieber Andreas Karl. Kral hat gerade einer geschrieben. Kral, lieber Andreas Kral. Ja, also wir wären Ihnen total dankbar. Und vom Herzen bin ich auch ein Grüner wie Sie, ja. So vom Herzen, von wirklich, ja. Also nicht parteipolitisch, ja, so.
Also Andreas Kral, bitte, bitte, bitte geben Sie uns Ihre Informationen. Wir brauchen die. Wir kriegen die von niemandem sonst. Ich glaube, das wissen echt nur Sie. Ja? Also danke, dass Sie kommen. Teilt das Ding. Ja? Gut.